Und wir sind live. Freunde der elektronischen Musik. Hey Leute. Hey Leute. Ja, moin. Ja, moin. Wie ist es euch? Sind ja schon einige da, ne? Mein Ja, schon lieber viele, Mann, viele im ey. Chat. Mein lieber Kokuschinski. Die üblichen Verdächtigen hier am Michael Start. Kettler ist da, Marco Eugen Kunz. Teilzeit-Egoist ist auch da, der hat auch einen Track eingeschickt. Am Start. Ja, cool. Also, wir warten noch mal ein bisschen, bis alle da sind, würde ich Ja, sagen. würde ich auch sagen. Ein paar Minütchen noch. Wir nutzen die Zeit für einen kleinen Hint, weil einige haben es vielleicht schon mitbekommen, aber unsere Ableton-Tastaturaufkleber sind im Shop. Oh ja. Ja. Gehen erstmal nur für Mac, ne? Mac-Tastaturen und sehen ziemlich nice aus, wie ich finde. Jeden Fall. Und vor allem sehen sie Alle nice aus, Shortcuts. egal ob auf weißer oder auf Auf schwarzer schwarz, ne? Tastatur. Naja. Ist Ah, beides nice irgendwie. das Design gefällt mir echt gut. Ja, könnt ihr mal auschecken. Gibt es übrigens heute auch zu gewinnen in unserem Merch-Pack. Tasche, Poster, Tassen, Aufkleber, Schlüsselanhänger. Schlüsselanhänger, okay. Schlüsselanhänger. Ja. Wer kennt ihn nicht? Last Try, Final Version V8 neu. Heute machen wir Last Try, Final Version V8 Mixdown 7. Ja, also was geht heute? Wir mischen den Track ab, beziehungsweise ich mische den Track ab. Es gibt einige coole Flash-Sales und es gibt Track-Feedback. Und Track-Feedback diesmal wirklich nur, das war eigentlich gar nicht geplant. Ich habe so 20 Leute haben Tracks eingeschickt. Einige Sachen haben mir ganz gut gefallen. Und dann habe ich mir mal so die Sessions schicken lassen. Und dann ist mir bei einigen Tracks, als ich das dann so gesehen habe und auch nochmal hier gehört habe, aufgefallen, so, okay, hier haben wir ganz andere Baustellen. Hier kannst du nicht abmischen. Hier musst du ja erstmal Sounddesign machen, Arrangement, die Idee nochmal ummodden. Und was ich heute machen möchte, ist ja reiner Mixdown. Kein Sounddesign. Also nicht noch irgendwo einen Erosion draufschmeißen oder Ja. eine Kickdrum wechseln, sondern reines Eines Mixdown. Mixing. Und ich finde, wenn die Idee nicht geil ist oder das Sounddesign nicht fesch ist, dann kannst du so viel abmischen, wie du willst. Ich habe damals ja die SAE gemacht und da musst du ja eine Band aufnehmen. Muss Ne? ja auch bei der Pop. Ja. Ist irgendwie Und da, Classic. jetzt kriegt man ja nicht irgendwie ultra geile Bands, sondern meistens irgendwelche Garagenbands. Ne? Ja, oder Kumpels so, die. Und da kannst du machen, was du willst, wenn der Drummer nicht tight ist und der Basser nicht gut spielt. Und einfach die Band nicht gut spielt, dann kannst du das nicht abmischen. Es geht nicht. Es wird nicht geil dann. So, weißt du? Du kannst durch Mixdown, nicht durch eine unausgereifte Idee, durch ein schlechtes Arrangement, das kriegst du damit einfach nicht weg. Keine Chance. Man muss schon gutes Ausgangsmaterial haben, damit Genau, es funktioniert. genau. Und dann macht Mixdown auch Spaß, weil dann merkt man, wie man aus so einem Track auf einmal noch so richtig so den Feinschliff machen kann. Den Feinschliff. Bei mir entsteht Mixdown auch schon immer im Producing-Prozess. Also ich mache schon ganz viel im Producing, aber wenn man sich dann nochmal die Zeit nimmt, den Track liegen lässt, mal ein bisschen Referenz hört und dann 2, 3 Tage oder 2 Wochen später oder von mir aus auch 2 Monate später einfach nochmal abmischt, dann aber auch Sounddesign und so liegen lässt, also wirklich den Track so nimmt, wie er ist, kann man immer nochmal viel, viel rausholen. Leute, wenn ihr Fragen heute an mich habt oder auch an Torge oder an Sein, wie auch immer, haut sie raus, schreibt sie in die Kommentare. Torge leitet sie dann während des Streams immer an mich weiter. Yes, Und genau. ja, vielleicht sind da schon ein paar Ja, Fragen. eins, zwei Sachen. Jetzt keine Frage. DJ Christian Apitius bedankt sich für sein Poster. Sehr gerne. Cool, gerne. Freut uns, dass es dir gefällt. Und Ausi wünscht einen guten Stream. Danke, Ausi. Und eine Frage von Jean-Pierre Wettstein. Wann kommt eigentlich der Mixdown Guide Teil 2 für Nicht-Sein-Plus-Mitglieder heraus? Heute! Jetzt. Haben wir ganz vergessen. Ja, genau. Mixdown Guide Teil 2 ist genau heute veröffentlicht. Plus, Im Flash Sale. genau, beide Teile, also Teil 1 und 2. Kannst ja mal die Flash Sale Genau, zeigen. wir haben hier den Teil 1 und Teil 2 sind beide Genau. im Flash Sale heute 39,90 Euro. Nur während des Streams, das ist das Besondere heute an diesem Flash Sale, nur während des Streams gibt es Mixdown Guide 1 und Mixdown Guide 2 für 39,90 €. Ja. Dann haben wir aber noch im Stream noch ein paar andere Sachen. und zwar
klar, Mixdown Guide 1 und 2, aber Leute, Isotope, die einzelnen Element-Dinger gibt es für 19 Euro statt 149 Euro. Das ist geisteskrank. Das ist geisteskrank, wirklich, ja. Auf sign.de. Und wir haben ein exklusives Sign-Bundle. In diesem Sign-Bundle, Torge, das kannst du besser beschreiben, was da drin ist. Ja, das ist auch ein richtig, richtig geiles Angebot. Da ist das Mix- und Master-Bundle von Isotope drin, plus Inside 2, also es ist so ein Bundle-Bundle sozusagen. Und das besteht insgesamt halt aus Inside 2, Tonal Balance Control, Neutron 3 Standard und Ozone 9 Standard. Also ein dickes Paket und kostet, glaube ich, normalerweise so um die 500. Genau, kostet um die 500 und wir haben es jetzt für 199 im Shop. 199, ne? Ja. 199, genau. Im Shop. Ich glaube, es ist sogar teurer, weil 499 kostet das Mix and Master Bundle plus Insights noch. Würde auch nochmal ein Hunni kosten. Ne? Das ist wirklich ein exklusives Sign Bundle, das gibt es momentan nur hier bei uns. Die Elements, da bin ich ehrlich, die gibt es momentan überall für diesen Preis, wo man Isotope bekommt. Aber wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr euch ein Plugin gönnt, wenn ihr das bei uns tut. Da unterstützt ihr uns nämlich ein bisschen mit und ermöglicht uns überhaupt hier solche Streams zu machen. Während des Streams und auch wirklich nur während des Streams Ultimate Mixdown Guide Teil 1 und Teil 2 für jeweils 39 Euro. 90. Checkt es mal, 39,90. Ja. Und genau, das Sign Bundle, das exklusive Isotope Sign Bundle, das gibt es auch nur bis Montag. Gibt es nur bis Montag. Stimmt. So, bevor wir jetzt hier mal reingehen, Mixdown Stream, da ist es. Fangen wir erstmal an mit den Feedbacks. Und ich muss gestehen, dass ich mir jetzt nicht aufgeschrieben habe, von wem die einzelnen Sachen sind. Aber der Track heißt hier Dope for Jimmy. Jimmy's Crack. Und das Erste, was mir sofort aufgefallen ist, und das ist jetzt die Feedback-Runde. Also ich gebe euch jetzt bezüglich auf jeder Session mal so ein bisschen Feedback. Ich kann es ja mal sagen, wenn du im Stream bist und dir die Session bekannt vorkommt. Was mir als allererstes aufgefallen ist, keine Gruppen. Also außer die Drums hier in so einer Gruppe, ist das auch unfassbar unordentlich. Ich habe auch mal so unordentliche Sessions gehabt. Und ich zeige euch gleich auch eine ordentliche Session. Und das ist mir auch aufgefallen in den Projekten, umso ordentlicher die Session war, sortiert und benannt, umso besser war der Mix. Womit liegt das zusammen? Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich... Also ich glaube, wenn man... weiß ich nicht. Bedingt sich gegenseitig wahrscheinlich. Mixdown hat super viel mit Struktur zu tun, finde ich. So, dass man erkennt, was ist denn überhaupt an Position 1 in meinem Song. Man muss ja überhaupt seine eigene Komposition verstehen und checken, so welches Element spielt denn hier die Hauptrolle? Ja. Was ist denn eigentlich, was will ich denn im Fokus haben und was soll nach hinten sein? Und wenn man sich solche Sachen sortiert, strukturiert man ja automatisch auch seinen Song. Ja? Und hier ist mir direkt aufgefallen, ultra unordentlich, das Ganze. Und mal ein Feedback dazu. Wir hören mal kurz rein, jetzt nicht komplett. Wir hören mal kurz rein.
Ja, das Ganze ist auf dem ersten Gehör vielleicht noch ganz cool, aber hat super, super viele Baustellen und für mich noch nicht in einer Stage, wo ich sage, ich kann den abmischen. Und meiner Meinung nach eines der größten Probleme ist die Kickdrum. Wenn ich jetzt hier leise mache, hören die trotzdem, ne? Okay, dann können wir es ja so laufen lassen. Übrigens, wir arbeiten heute ohne Kopfhörer. Wenn es mal Doppler gibt und ihr uns nicht hört, weil wir nicht unmute sind, ich kann nicht einen guten Mixdown auf Kopfhörern machen. Das funktioniert nicht. Also ich muss die Lautsprecher hier haben. Deswegen müssen wir immer muten und nein. Hier die Kickdrum hat ein Problem und zwar schaut euch dieses Monster Movement an. Fährt einmal durchs komplette Spektrum. Die fährt einmal durchs komplett, genau, und ist auch hier ultra krass laut, ne? Ultra krass Punch. Ist also insgesamt auch hier im Gain Staging viel zu laut und dann Fehler gemacht, hier leise gedreht. Wir übersteuern ja hier teilweise schon, im Overdrive, im Saturator, da wird schon übersteuert. Und wenn du dann hier leise machst, bedeutet das, dass du das Übersteuerte mitnimmst, das digitale Clipping und dann leise machst. Das digitale Clipping, bin ich ehrlich, ist bei Ableton auch teilweise komplett zu vernachlässigen, bei Stock-Plugins wegen 32-Bit-Floating Point ist da genug Headroom. Aber das sind so Sachen, wenn man darauf achtet und guckt, dass man seine Kickdrum hier auf Null lässt und so einpegelt, dass sie hier maximal auf irgendwo zwischen minus 12 und minus 9 ist. Und das dann die Ausgangslautstärke, das so eure Benchmark für den gesamten Track ist und ihr danach alles an dieser Kickdrum ausrichtet, an dieser Lautstärke, seid ihr auf einem richtig guten Weg und kriegt auch einen guten Mixdown hin. Sonst überfahrt ihr alles und es wird nur noch laut und lärmig. Nächster Punkt ist, was mir aufgefallen ist, hier die Synths. Das finde ich zum Beispiel total komisch. Aber da bin ich vielleicht auch so ein kleiner Autist. Dass die Bassline einfach hier unten ist und nicht bei der Kickdrum. Das ist nur, das ist Sortierung. Hinterher noch Also, reingehauen. hinterher noch reingehauen, ja. Hier auch ganz wichtig: EQ. Und da sieht man schon, dieser Bereich hier ist ultra gefährlich im Mix zwischen 100 und 300 Hertz. Würde ich hier noch ein bisschen härter low cutten. Und dann klingt. Kann man damit schon besser arbeiten. Was uns aber auch aufgefallen ist, ist, ich finde, die Nummer ist viel zu schnell. Ich glaube, dass der auf 135 BPM oder so viel besser funktionieren würde. Ich glaube, der wurde auf 135 oder so produziert und dann schneller. Also, hier Sounddesign, hier sind noch so viele Baustellen. Ich wollte jetzt wirklich nur mal hier auf Kick eingehen. Ich könnte jetzt hier zu allem auch noch was erzählen, aber so viel Zeit haben wir nicht. Wir hören uns mal den nächsten an. Und da war ich wirklich schwer begeistert. Ich weiß nicht, von wem der Track ist. Das Projekt heißt Mellow Project von Alun Jamalo. Und wir hören mal rein.
Ja. Super geiler Track, finde ich. Auch schöne schon Stimmung, ja. Relativ gut abgemischt, hat auch noch einige Baustellen. Und hier möchte ich euch eine Sache mal zeigen. Und zwar haben wir vor allem Probleme im Bass, finde ich. Mhm. Also der Track hat noch andere Dinge, wo ich sage, da kann man mit abmischen, kann man die nach vorne bringen. Ich sehe in dem Track oder höre in dem Track jetzt keine krassen Baustellen, wo ich mir denke, oh, da muss man aber wirklich dran arbeiten oder am Sounddesign nochmal ran. Problematisch finde ich persönlich, diese Synths finde ich immer schwierig, wenn die so sinusmäßig sind. Der geht noch, der Textur. Aber hier ist einer bei. Ja. Ist immer total schwierig, solche Sachen abzumischen, finde ich. Man kriegt die frequenztechnisch ein bisschen dichter. Kennst du das, dass man mit solchen sehr sinusartigen Sounds... Die stechen halt immer krass raus. So. Ja. Du kriegst sie nicht gut eingebettet auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber da ist ja wenigstens noch ein bisschen Hall und so drauf. Genau, ja, ja. In dem Kontext funktioniert es sogar. Ja. Was ich hier problematisch finde, sind diese beiden Spuren zusammen mit der Kick. Das hat einen sehr dröhnigen Charakter. Durch diese durchgehende Note und wenn man sich die mal einzeln anhört, haben wir hier den Subbass und den Bass und die sind frequenztechnisch noch nicht so geil voneinander abgetrennt. Und das kriegt man noch besser hin. Und zwar nehme ich mal den Neutron EQ und hier steht jetzt auch schon Bass EQ und Subbass EQ. Und was wir im Neutron machen können, ist dieses Masking. Wir gehen mal hier auf, klicken hier, suchen uns den Subbass EQ aus. Und was ich jetzt sehe ist, ich sehe einmal, das ist die orangene Linie, ist der Subbass. Ich kann auch zwischen den beiden EQs klicken. Und wir haben hier die graue Linie, ist der normale Bass. Und das ist jetzt kein Automatch oder so eine Geschichte, ja? Mhm. Sondern das Einzige, was wir sehen, ist, wo sind die Maskierungen, an welcher Stelle. Und wir sehen ganz genau, dass hier in diesem Bereich beide sich in die Quere kommen. Und das hört man auch. Dadurch überlagert sich das Ganze auch. Und wir bekommen hier unglaublich viel Wucht und Energie rein, die mit der Kickdrum dann einfach nicht funktioniert, weil hier liegt ja auch die Kickdrum. Ja, ja? Das ist ja wirklich ein unfassbar gutes Tool, so, ne? Ja, absolut. In dem Neutron. Ich kann die Sensitivity noch hochstellen und sehe ganz genau, hier haben wir Probleme. Was kann ich jetzt machen? Ich gehe jetzt in meinen normalen Bass rein und suche mir, also ich würde es jetzt hier einfach mit dem Low-Cut machen, wäre jetzt so mein Vorschlag. Ja, vielleicht nicht unbedingt 48 dB, 24. Und ziehe mir den mal hier so ein bisschen raus. Ja? Weil, ich meine, ich habe ja diesen Subbass, der soll ja das hier unten füllen. Und dieser Midrange-Bass, der soll ja alles das oberhalb des Subbass füllen. Die müssen ja sich hier nicht in die Wege, im Weg stehen. Ja, man könnte auch gleichzeitig den Subbass ja noch weiter, oder willst du das nicht machen? Den Subbass noch lauter machen? Nee, noch weiter runterziehen auf, also dass man den Subbass auch noch an den Höhen abschneidet, andersrum quasi. Mhm. Ja, was ich machen würde ist, ich gehe jetzt hier in den Subbass rein. Und ziehe mir hier, diese Stelle würde ich mir rausdrehen. Mhm. Nicht komplett weg, so weil... Ja, ist richtig geil, dass man es auch direkt dann da drin machen kann. Dass das sick ist, also was ja wirklich total sick ist, ist, wenn ich jetzt hier, das mache ich mal nur zum exemplarischen Vorstellen, auf Inverse Link gehe und den hier hochziehe, zieht er auf der anderen Seite runter. Ja, das ist total praktisch. Ah, jetzt habe ich Inverse Link angehabt. Das ist dann immer blöd, wenn man das anhält. Jetzt hat er hier so ein... So. Ah, jetzt hat er den... Low-Cut wieder ausgemacht. Ja, muss man ein bisschen aufpassen.
Was ich aber finde, ist, dass der Bass hier in dem Bereich, in diesem Midrange-Bereich, hier ruhig noch ein bisschen haben kann. Wenn ich jetzt mal den EQ bypasse, jetzt kann man beide EQs bypassen. Bekommt man so ein bisschen, bekommt man so Sachen gut miteinander aufgeräumt und die Kick braucht noch ein bisschen Arbeit. Da ja, habe ich aber in dem anderen Track, den ich abmische am Ende, richtig viel. Ich würde auch sagen, wir gehen mal in den Mixdown rein, oder? Und wir können ja vielleicht später ums Ohr resetten noch ein wenig Feedback machen. So. Mal. Ich guck mal, ob ein paar Fragen reinkommen. Ja, genau. Ich glaube, ich hatte gerade schon mal eine Frage gesehen. Was für, da würde ich Nadeln absetzen. Was für Nadeln? Ich glaube, damit meinte Kalent die Überlagerungen, die da angezeigt wurden. Ja. Der Mix ist so gut getrennt, dass da noch Platz für mittige Percussions ist. Na, aber wirklich Fragen gibt es jetzt keine erstmal. Was ich total auch wichtig finde, ist beim Mixdown oder generell beim Musikmachen, das ist wie Kochen, weißt du? Der eine sagt, in eine Bolognese gehört immer Sellerie. Ja. Der andere sagt, ich hasse Sellerie, in meine Bolognese kommen nicht mal Tomaten und ich nehme statt Hackfleisch Filet. Und der nächste sagt, Alter, Miraculi. Hm. Ja? Und am Ende gibt es so viele Möglichkeiten, wie man abmischen kann, und ich bin immer, also ich finde ganz wichtig, dass man niemals sagt, etwas ist richtig oder falsch. Es gibt sicherlich Dinge, wo man einfach sagen kann, allgemeingültig, das klingt nicht gut. Wo auch jeder sagen wird, das klingt komisch. Ja, auch vielleicht ein Laie noch nicht, aber umso mehr Erfahrung man hat, umso eher stellt man fest, hier sind Sachen, die sind einfach anders, werden die geiler. Aber der Weg dahin, der kann ja immer ganz unterschiedlich sein. Und es gibt ja auch Musikrichtungen, wo man sagt, das muss einfach so ballern oder das muss irgendwie anders sein. Ne? Von daher ist ganz, ganz wichtig, auch das habe ich auch in meinem Mixdown-Guide immer gesagt, das ist mein Weg, den ich gehe. Es gibt so ein paar Richtlinien, wo man sich dran halten kann, wie dass man nicht zu viel übersteuert, dass es digitales Clipping schlecht ist, dass man besser gainstaged, dass Frequenzen, die sich überlagern, oft zu etwas führen, was nicht gut ist. Aber man muss irgendwie, der eine sagt, das ist der geilste EQ, der andere sagt, das ist der geilste EQ. Man muss einfach seinen Weg finden. Und es gibt keinen richtig oder falsch. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, auch hier vor dem Stream nochmal, dass ich jetzt hier nicht die Ultima Ratio bin. Ne? Ich lade mir mal den Track auch rein. Den hatte ich mir exportiert. Was ist von gestern? Hier war nämlich ein Problem in der Session, also den werde ich auch abmischen. Das ist Bartek Confusia, The Return. Stabile Nummer, ein bisschen härter. Und Was ist eigentlich noch den
Ready-to-Mix-Dings? Oder ist egal? Nee, das ist. Okay. Ach so, ach, ich hatte den RTM, ne? Ja, egal. Da war nur das drin. Ach so, okay. Genau. Was ich gemacht habe, ich habe mir den Track schon mal rausgerendert und ziehe mir den hier unten rein. Warum? Damit ich die ganze Zeit eine Referenz habe. Weil, wenn ich jetzt abmische, muss ich ja immer gucken, wie klang das denn eigentlich vorher? Mhm. Ne? Und das kann ich natürlich nur machen, wenn. Ja, wenn ich jetzt die andere Session öffne, dann habe ich keinen echten AB-Vergleich. So kann ich hier immer einen coolen AB-Vergleich machen, indem ich hier das Original drin habe. Und wir hören jetzt mal den gesamten Track einmal in voller Länge durch. Und dann gehen wir Schritt für Schritt diese Nummer durch und mischen sie mit ganz unterschiedlichen Tools ab. Wir sind zurück.
haben jetzt auch alles gehört. Ich habe schon mal so ein paar Tools hier reingebaut. Ich arbeite immer ganz gerne mit Insights. Jetzt nicht, dass ich das die ganze Zeit offen habe. Auch mal Tonal Balance ist vor allem geil, wenn man mit den Neutronen-Sachen arbeitet. Hat man nämlich immer direkt Zugriff drauf. Und ich habe immer meinen Brainworks-Meter dabei. Um zu gucken, was sind die True Peaks. Vor allem, wenn ich so Veränderungen mache, mache ich mir das immer auf und check so ein bisschen auch den Pegel ab. Ja, der Track hat wirklich viele Baustellen. Und er klingt so ein bisschen mittig. Die Kickdrum ist total gefährlich. Die hat super viele Resonanzen. Die Drums allgemein könnten noch weiter nach vorne. Ich finde, dass sich hier diese Lead und Arp total verdeckt. Das kriegt man deutlich besser gematcht hier. Dieser Percussion-Sound hier, dieser. Der kann noch deutlich mehr ballern. Und die ganzen Riser und FX-Sachen sind super noisy und huschen immer so in den Vordergrund, wo sie eigentlich nicht hingehören. Und ja, das ist mal da. Und jetzt, wenn ich mit so einem Track anfange, den abzumischen, ob das jetzt mein Track ist oder ein anderer, fange ich erstmal an, das Ganze so ein bisschen zu sortieren. So ein bisschen sortiert ist das schon. Wir haben einmal hier die Drum Group, wir haben einmal Kick und Bass. Was ich jetzt noch machen würde, ist das beides auch nochmal zusammenfassen. Und das sind dann wirklich die Drums. Und das nennen wir mal oben Heads. Das Rauschen ist übrigens unser Streaming-Rechner, der hier die ganze Zeit am Rödeln ist. Da kann man leider nichts dran ändern. Aber in unserem neuen Studio haben wir einen Maschinenraum. Maschinenraum für den Mac, der immer so laut ist. Ich packe dann alle Synths zusammen. Wir haben jetzt zwar schon die Break-Synths und dann diese Synths, die packen wir auch mal alle zusammen. Inklusive die Perks, weil die sind für mich auch Synths. Das packe ich zusammen. Synths. Und ja, dass das so bunt ist, das ist jetzt okay. Dann haben wir hier die Vocals, die sind schon drin. Dann hier die ganzen Riser. Will ich auch nochmal in eine Gruppe packen. Übrigens war ein großes Problem und das hier der Kollege hat es schnell in den Griff gekriegt und mir das neu geschickt. Ganz oft hast du ja in einem Synth einen Reverb drin. Wenn du Serum oder Pigments oder so arbeitest. Ne? Und das ist total problematisch, wenn du diesen Reverb anlässt. Warum? Weil du hinterher immer mit EQ, mit Reverb EQst. Oder mit Reverb komprimierst. Und wenn du einen Synth-Sound hast und den noch ein bisschen dichter kriegen möchtest, aber da schon einen Reverb drauf holst, holst du ja den Reverb immer lauter mit dazu. Stimmt, ja. Und auch EQing ist total scheiße, wenn du das Rohsignal nicht vernünftig EQst und immer den Reverb mit EQst. Das klingt auch einfach komisch hinterher. Genau, du musst gucken, dass deine Reverbs, natürlich kannst du einen Reverb auch EQen und komprimieren, wenn man da Bock drauf hat. Da gibt es auch Fälle, wo das funktioniert. Aber Reverbs, vor allem wenn sie in einem Raum sind, ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen Processing-Reverbs, wo man eigentlich irgendwelche Atmos mitmacht oder so. Da kann man auch gerne dahinter nochmal EQen, muss man auch. Aber wenn du eine Audio, eine Waveform hier hast und den Reverb mit reinrenderst, kannst du das nicht mehr abmischen. Und hier war das erst so und da habe ich dem geschrieben, hey, schick mir das bitte nochmal, aber bitte die Reverbs rausnehmen. Hat er gemacht und jetzt kann ich damit arbeiten. Mhm. Ne? Sonst immer super, super problematisch, wenn man und es ist in vielen Synths sind einfach immer Reverbs mit drin, ne? Wenn du zum Beispiel so einen Hardware-Synth hast, ne, den Prophet oder so, und den aufnimmst und der Reverb ist schon mit drin, dann ist das zwar im ersten Moment geil, ja, kannst aber hinterher nichts mit machen. Kannst du hinterher nichts mit machen, vor allem wenn du dann noch einen anderen Synth hast, kriegst du den ja nicht in den gleichen Raum reingeschickt wie den, ja. Also mit Reverb spielen und Spaß haben, geil, auf der Bühne auch geil oder so, aber im Produktionsprozess Spaß haben, dann aber Reverb auf und immer trocken aufnehmen. So, mein ja. Tipp, verhindert man viel Probleme, ne, hinterher im Mix. So, jetzt habe ich das alles ein bisschen sortiert und was ich jetzt als allererstes mache, ist mich langsam durch Kick und Bass hangeln. Das muss erstmal sitzen, das pegel ich mir ein und dann gehe ich in die Heads und ich sage jetzt kurz vorher, was ich machen werde. Ich werde jetzt die Kick nochmal EQen, weil da, ich finde, die hat so eine komische Attack.
die wirkt auch noch. Die hat komische Resonanzen drin. So pockig. Genau. Die hat so, ja, einen mittleren. Ja, ja, das sind, also da muss man einfach nochmal mit einem EQ schön schmalbandig ein paar Sachen rausziehen. Und die beiden Bässe finde ich ganz gut, aber da gucke ich mal, ob man die, obwohl das ist hier ganz gut gematcht, das sieht man schon. Dann werde ich das Ganze gruppieren und nochmal zusammen quetschen. Und dann gehe ich in die Heads rein und guck mal, was ich hier noch machen kann. Ob ich noch eine Resonanz finde. Manchmal sind Resonanzen auch gut, dann will man die nicht draußen haben. Guck, dass ich die Heads insgesamt auch nochmal gruppiere und dann das. Aber wir machen jetzt erstmal ein Mikrofon aus und ich arbeite erstmal mit der Kickdrum und sag euch danach nochmal, was ich gemacht habe. Weil ich muss hier laut machen, dann habt ihr sonst Doppelmoppel hier. Rhythmusmensch fragt gerade, cool wäre ein Vorher-Nachher-Upload vom Track im Sign-Forum. Ja, also vielleicht ein Snippet. Mhm. Machen wir. Machen wir. Cool. Wenn der Künstler damit einverstanden ist, können wir das gerne machen. Nice.
achtet jetzt mal darauf, wenn ich den EQ ein- und ausschalte, wie die Resonanzen auf einmal stärker durchkommen. Ich mache das hier nochmal, ich nehme die nochmal krasser raus. Den mache ich auch nochmal. So. Und ich werde mir hier hinten noch einen Shelf machen, um das insgesamt nochmal hier hinten so ein bisschen abzusenken. Jetzt achtet mal auf vorher und nachher. Plasticky Dingens. Ja, also es ist jetzt ein bisschen, ja, es ist aufgeräumter, ne? Es hat nicht mehr so diesen ultra krassen Transienten, ne? Der so über, ja, diesen, über alles steht, ne? Plastikmäßigen. Das, ja, wäre ja so eine Glocke vorher drauf gewesen, ja, so die ist jetzt nicht mehr. Eigentlich mag ich das nicht, so eine krasse EQ, aber die Kick ist halt einfach. Kommt halt drauf an, was man für. Kommt immer drauf an, was man für eine Kick hat, ne? Ich versuche jetzt aber noch ein bisschen was zu machen, und zwar kommt nämlich dieser Transient nicht nur im Frequenzspektrum, sondern man kann den auch über einen Transient Designer. Habe ich den schon in meinen Favoriten? Transient Shaper von Isotope, den kann ich da auch sehr empfehlen. So, jetzt ist die Kickdrum so ein bisschen im Griff. Und jetzt schauen wir uns das mal im Verhältnis mit Bass an. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier den Bass. Wunderbar.
jetzt gruppieren wir das Ganze. Und da gehe ich nochmal mit einem EQ drauf. Arbeite wirklich in letzter Zeit sehr gerne mit dem Neutron EQ, weil er viele geile Features hat. Das hier mache ich mal weg. Den Filter setze ich noch ganz hinten, weil das ist ja hier so ein Automationsfilter. Auch gut ausgemacht, wenn er nicht benutzt wird, weil sonst klingt er komisch. Was ich jetzt mache, ist, ich klebe das Ganze zusammen. Das kann man mit ganz unterschiedlichen Kompressoren machen, aber wirklich vorsichtig komprimieren. Ganz, ganz vorsichtig. Nicht immer so heftig, sondern wirklich nur kleine, minimale Kompressionen auf so einer Gruppe, finde ich für meinen Teil. Und dann nehmen wir den Neutron-Kompressor, um nur die True Peaks mal ein bisschen noch abzufangen. Ganz ultra kurze Attack, Medium Release. Eine Ratio irgendwo bei zwischen 4 und 8 und mach's mal ganz leise, wirklich nur diese Spitzis hier. Spitzis. Das hört man kaum, aber es gibt mir mehr Pegel wieder, wenn ich hinterher lauter machen möchte. Jetzt bin ich bei 3, minus 13. Hier oben sieht man vielleicht ganz schlecht, minus 13,2. Ich mache den Kompressor mal aus. Ja, 0,4 dB, die ich damit bekomme. Aber das sind so kleine, ne? Hinterher hat man auch einmal 2 dB mehr im Spielraum, nur durch so Kleinigkeiten. Aber jetzt möchte ich das Ganze noch zusammenkleben. Und das mache ich mit dem SSL Buskompressor von Universal Audio. Ich komme um Universal Audio einfach nicht drum rum. Osilio freut sich. Osilio freut sich, ja. Warum? Ist das nicht sein Lieblingskompressor? Ist das sein Lieblingskompressor? Ich glaube schon, ja. Da habe ich ja jetzt ein Video zu gemacht. Hier, Make-up ist immer aufgedreht. Vorsichtig, schmeißt man drauf und man denkt, das ist geiler. Ist es aber nicht, ist nur lauter. Wir drehen den Threshold. Attack mache ich immer so auf 10 bis 30, Ratio auf 40, Release ultra kurz, Sidechain-Filter an, jetzt Threshold runter, dass sich die Nadel so ein bisschen bewegt und ich muss mal rein. Ich finde, so ein bisschen Druck könnte der unten noch haben. Da fehlt jetzt so ein bisschen, da fehlt so ein bisschen die Wucht. Ist mal gerade, wir haben einen Neuling in der Community. Johannes. Ein Neuling. Herzlich willkommen. Hallo Johannes. Hat sich gerade vorgestellt. Cool, dass du am Start bist. Auch generell cool, Leute, dass ihr alle hier gerade zuschaut. Ja. Sehr nice. Dann nochmal Hinweis für alle, die dazugekommen sind. Während des Streams gibt es meinen Ultimate Mixdown Guide 1 und Ultimate Mixdown Guide 2 für 39,90 Euro statt 59 Euro. Ultimate Mixdown Guide heute erschienen, der zweite. Geht um Kompression und Dynamikbearbeitung, wie man Gain Staging macht, wirklich ganz detailliert erklärt. Und im ersten Teil lernt ihr EQing, wie man Frequenzen matcht, was überhaupt Frequenzen sind. Und es geht im ersten Teil auch ein bisschen um Raumakustik, wie man seine Lautsprecher vernünftig aufstellt und all sowas. Ja. Zweite Teil, super interessant, vor allem, was sind eigentlich LUFS, RMS, Peak, True Peaks, wie kriegt man die im Griff, welche Kompressoren gibt es,
wie kann man Dynamik bearbeiten, ohne dass alles anfängt zu pumpen und nur noch laut ist und lärmt. Ja, heute veröffentlicht, Ultimate Mix Song Guide. Gibt es beide auch in Sign Plus, wenn ihr Sign Plus Mitglied seid, dann könnt ihr euch beide Kurse auch anschauen oder ihr kauft sie euch eben während des Streams für 39,90 € und dann noch ein paar Plugins im Angebot. Ne? Sign Bundle am Start. Genau, also Top Sign Bundle, richtig geiles Bundle und die ganzen Elements Plugins von Isotope auch. Genau, also hier der Kompressor, all diese Sachen, die ich auch gerade benutze. Neutron auch so. Hab mich wirklich verliebt in letzter Zeit in Isotope. Die machen sehr, sehr gute Sachen, die sehen gut aus und vor allem, wie sie ineinander funktionieren. Das finde ich total sick. Ja, man kriegt immer noch so, merkt man so, oh, da ist noch ein Feature mehr und noch eins mehr. So genau, das ist Wahnsinn. Schon, ne? Alleine, wie man jetzt hier diesen Bass matchen könnte noch und so. Ne? Ja. Okay, und da bleiben wir auch bei Isotope, weil es gibt von Ozone, den gibt es allerdings nur in der Advanced-Version, leider, muss ich sagen, aber das ist ein absolutes Wahnsinnsding, wenn man Low-End noch ein bisschen dazu haben möchte. Es gibt noch andere, ne? Es gibt von Ableton den Drum-Rack, da kann man dieses Boom reinmachen zum Beispiel, das funktioniert auch auf ganz gut. Drum-Bass meinst du? Den Drum-Bass, ja. Genau, was habe ich gesagt? Drum-Rack, Drum-Bass, genau, und dann... Den Korpus, den habe ich auch mal eine Zeit lang verwendet. Aber das Ding ist ja einfach super easy. Ich mach ihn mal an. Machen wir mal A-B-Vergleich, das ist mal ganz wichtig. Wo bin ich jetzt? Wo stehe ich in meinem Mix? Gehe ich mal hier vorne hin und da ich ja den Original-Track hier unten habe, kann ich jetzt einfach immer hin und her switchen. Sukzessiv ändert man was und mit jedem einzelnen Tool denkt man, passiert ja eigentlich gar nicht so viel. Aber jetzt hört mal A und B, wie gut es war, dass ich die Resonanzen aus der Kick rausgezogen habe, dass ich den Bassbereich erstmal aufgeräumt habe. Ja, ihr seht immer, wenn ich hier unten auf Solo drücke, dann läuft das Original. Bin ich schon sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Vielleicht hat er mir ein bisschen zu wenig, also hat so ein bisschen an Punchigkeit, also hat er verloren, definitiv. Ich gebe dem ein bisschen zurück, dass ich hier diese Resonanzen nicht so heftig rausziehe. Also eine kleine Korrektur. Kick und Bass ist jetzt erstmal hier fertig. Wir gehen jetzt zu den Heads. Und bei den Heads ist mir sofort eins aufgefallen, als ich mal Referenz gehört habe. Und ja, was ist mir aufgefallen? Die Heads sind komplett trocken. Da ist überhaupt kein Raum drauf. Überhaupt kein Raum, ja. Nichts. Komplett dry.
Ich habe kurz zwischendurch, ja. Ich habe noch eine Frage hier von Netzkante. Welches Tool habt ihr jetzt von Ozone Advanced verwendet? Low-End Focus oder wie heißt es? Ja, achso, das war gerade verdeckt, ne, weil wir so blöd waren mit Dovis. Ozone Low-End Focus. Ja. Heißt das Teil. Zwei Regler, man kann hier den Bereich einstellen und den Bereich. Ich weiß nicht, was das Teil macht. So irgendwie subtil, aber trotzdem heftig. Ja, ja, so. Ja. Also es, ja. Gutes Ding. Ziemlich, ziemlich cooles Ding, ja. Ist eigentlich für Mastering. Ich habe es jetzt auf der Gruppe getan. Man kann das auch auf dem gesamten Track ballern. Mhm. Aber ich finde, diese Ozone-Tools, die eignen sich auch super auf der dynamischen EQ für einzelne Bearbeitung. Leider nur in dem Advanced-Pack drin. Also, die Heads sind einfach total trocken und da brauchen wir ein Reverb. Reverb brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen noch ein bisschen Saturation, finde ich. Und können da vielleicht noch ein bisschen mit Kompression diese Spitzen abfangen. Viel EQing mache ich bei Heads nicht. Früher habe ich meine Heads tot EQ'd, so, aber die verlieren voll an Charakter. Mhm. Also Heads brauchen diese Resonanzen. Ein, zwei muss man gucken, ob man die rauszieht, aber wenn du eine Open Head von einer 909 hast und da die Resonanz rausziehst, dann ist es keine Open Head mehr aus der 909. Mhm. Das ist problematisch. Was ich jetzt mache, ich mache eine Return-Spur und ich baue uns jetzt erstmal einen Raum. Ich baue uns erstmal einen Raum hier. Regipsplatte rausholen. Hammer. Was nehmen wir denn mal für einen Reverb? Hast du einen neuen Lieblingsreverb? Ich habe, also das von Naturia, das Intensity finde ich ziemlich geil. Ach ja, 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 stimmt. Der ist wirklich nice. Ref Intensity. Ref Intensity. Ja. Den nehmen wir doch den einfach mal. Den schmeißen wir hier drauf. Und so ein. Wir hören einfach mal. Ich muss die Buffer Size hier mal umstellen. Sonst hakt es. Was ich mache, wenn ich so einen Reverb reinmische, ich lasse den jetzt nicht hier auf volle Power, sondern ich mische den jetzt dazu und höre ganz genau hin, wann der an so einer Hörgrenze kommt. Ja, also schön auf. Das reicht mir schon aus. Ich finde, die Clap, die könnte noch so ein bisschen mitten vertragen, oder? Mhm.
ist mein Lieblingstool, das kommt nichts drüber. Der Pultec auf Claps ist einfach der Killer. Und zwar mit einem ganz einfachen Trick. 3 oder 4K boosten und gleichzeitig absenken. Höre ich noch eine Resonanz. Ja, oder war er eben durch? Bisschen höher. Der ist fies, glaube ich. Was ich auf Claps auch immer mache, ist die True Peaks nochmal wegzuregeln. Das mache ich am liebsten mit dem Neutron-Kompressor. Kann man auch mit dem Ableton-Kompressor gut machen. Wenn ihr den Ableton-Kompressor habt, für so ganz schnelle, transienthafte Signale, nehmt ihr am besten hier auf Peak. Ja, das könnt ihr hier auch machen, auf True Peak. Der ist also noch schneller hier. Und ultra kurze Attack, ultra kurze Release wieder, super viel Ratio. War ja vorher wie so ein Pfeifen die ganze Zeit. So ein wirklich. Ja. Das ist so krass. Und so erkennt ihr übrigens Resonanzen. Wenn ihr eine Resonanz rauszieht und sie dann hört, wenn ihr den EQ ausmacht, dann habt ihr eine gefunden. Wenn kein großer Unterschied ist, dann habt ihr keine gefunden. Aber hier hört ganz genau hin. Netzkante fragt dann noch, bis wann der Stream geplant ist. Ja.
wenn man gerade auf die Party angekommen ist und schon fragt, wann ist sie denn zu Ende? Ne? Er muss doch mit dem Hund raus. Ja, ja. Nein, nein. Wenn der Track fertig abgemischt ist und es ist aller Voraussicht nach um 20.30 Uhr, wir haben ja noch eine geile Verlosung am Start. Ja, ich hole mir auch mal kurz was zu trinken. Bringst du mir auch ein Wasser mit? Ja. Danke. Ja, Leute. Ich gucke mal kurz, ob hier noch irgendwelche Fragen angekommen sind, aber ich glaube nicht. Ah doch, noch eine Frage. Die stelle ich gleich Björn nochmal. Ja, es ist noch eine. Vielen Dank. Ist noch eine, Wasser hier. Ist noch eine Frage reingekommen. Meine Frage: Wie können Künstler wie H-Dude minus 4,6 Lufs einreichen, ohne dass das Signal krass übersteuert klingt? Ich finde, H-Dude klingt voll krass übersteuert. Ich kenne leider nicht, weiß gar nicht. Ich finde, das klingt alles total heftig laut. Und 4,6 Lufts ist halt auch einfach komplett totgemastert. Geisteskrank. Ja, ja, ja. Ist die Frage, ob man das können muss. Oh, was bringt das? Das ist wie kann man eine Flasche Wodka leer saufen, ohne zu kotzen? Das kann man bestimmt kann man machen. Mit Übung kann man das machen, aber ob man das will, das ist die Frage. Ja. Nichts gegen H-Dude, aber es ist schon heftig, 4,6 Lufts. Schon krass laut, ja. Das ist sehr krass laut, ja. Das ist, wenn ihr im Club so einen lauten Track habt und der DJ dann auch noch das Pult übersteuert, und Leute, die so eine Musik spielen, übersteuern gerne das Pult, das weiß ich, ich habe schon oft vor und nach so Leuten gespielt, das fetzt euer Gehör komplett weg. Da geht gar nichts mehr. Das ist brutal. Das kitzelt dann so in den Ohren. Das kitzelt, genau. Ja, ja. Das ist, und das ist dann auch für die User da draußen einfach schwer zu ertragen. Ne? Ja. Ihr wollt ja niemanden verletzen mit eurer Musik. Ja. Robert möchte das immer gerne, Leute verletzen mit seiner Musik. Noch eine Frage von Michael Kettler. Feedbackt ihr noch die anderen Einsendungen? Mal schauen. Wie die Zeit hinkommt. Ja. Was ich noch benutze jetzt, ist den Smooth Operator. Auch ein gutes Gerät. Auch bei uns im Shop und auch noch im Sale. Ach, der ist aktuell noch im Sale. Der ist noch im Sale. Ich glaube, bis Ende Juli noch. Ja, also. Aber für 35 Euro, ne? Statt, ja, also auch statt 59. Ja. Baby Audio finde ich eh eine total sympathische Firma. Haben wir mit bei uns in den Shop genommen. Bald gibt es noch viel, viel mehr Plugins. Aber wir haben uns erstmal so, wen nehmen wir jetzt zuerst mit rein? Und da war Baby Audio auf jeden Fall an erster Stelle. Hier kann man die Farbe umstellen. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man das zuerst sagt. Das ist das allerwichtigste Feature. Das allerwichtigste Feature. Hat sonst keinen Einfluss. Und ist so ein bisschen wie der Suzy, aber nicht so teuer. Funktioniert aber wunderbar. Ist ein dynamischer EQ, der einfach so harsche oder muddy Frequenzen rauszieht. Und das total einfach. Hier bei so einer Head-Gruppe, also ich habe den jetzt auf die Gruppe geschmissen. Jetzt mal wieder Vorher-Nachher-Vergleich, ganz wichtig. In der Summe ist mein Mix bis jetzt ein bisschen leiser geworden,
weil ich ja auch viel rausgequeued habe. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was euch da, ob ihr schon einen Unterschied hört, ob ihr denkt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. ZN Sounds fragt gerade noch, ist das so eine Art Gulfoss? Nein. Nicht richtig, nein, ne? Nein, nein, nein. Gulfoss erkennt ja, welche Frequenzen verdecken und welche Frequenzen verdeckt werden. Und die werden dann rausgearbeitet. Also die verdecken werden runtergemacht und die, ne? Hier läuft so ein Algorithmus, der einfach so harte Resonanzen rausnimmt. Ja? Wir können das auch mal mit dem SUSI vergleichen. Ja, SUSI und Smooth Operator kann man auf jeden Fall vergleichen. Die sind sehr ähnlich so in dem, was die ja machen. Der SUSI kostet mehr. Ja. Ist im Ergebnis aber ähnlich. Okay, Leute, SUSI ist einfach der Knaller. SUSI ist neben den. Ja. Zumindest jetzt in dem Fall. Ne? In also, dem Fall, ja. Ich glaube, ja. Smooth Operator ist in vielen Fällen, also in vielen Videos, wo es beworben wird, so wird es auch sehr oft für Vocals benutzt. Ja. Ich glaube, ja. Das ist so das Hauptding, was du. Für Vocals, aber auch für Synths, um Matt rauszunehmen, ist ein super einfacher, schneller EQ. Ja. SUSI ist auch ein bisschen komplizierter und komplexer, kann man auch mehr mitmachen. Man kann den übrigens auch hier auf Quality. Geben wir mal richtig, kommen hier, flexen wir mal alles weg, Quality auf Ultra. Ultra. Ja, sind die Heads schon mal ein bisschen bearbeitet. Ich finde, die Heads brauchen noch so ein bisschen Drive. Und da hätte ich Bock auf eine Tube. Was haben wir denn für Tubes hier? Also das muss man immer wissen, wenn man Musik produziert, muss man einfach seine Tools kennen. Ich weiß, dass jetzt Amp und Erosion zu sehr ins Sounddesign gehen und ich möchte dem Kollegen ja kein Sounddesign aufschwätzen, sondern ich will ja Sachen machen, die subtil sind und ich finde, da braucht ein bisschen, die Heads brauchen noch so ein bisschen Action, ein bisschen Feuer und da gucken wir mal, was wir da haben. Nehmen wir mal die Twin Tube, die ist eigentlich ganz gut. Schmeiße ich vor dem SUSE, weil jetzt kann ich nämlich hier richtig Saturation reinballern und der SUSE holt die ganzen bösen Frequenzen wieder ab. Wie geil, oder? Voll gut. Kannst du richtig reinballern. Alles schön auf die Gruppe. Was wir jetzt noch machen, wir müssen die Clap checken. Dass die nicht komisch klingen plötzlich. Alles im grünen Bereich, würde ich sagen. Und jetzt nehmen wir noch den Neutronenkompressor. Kasimir von Thorn sagt Wassermarsch. Ja. Ich nehme jetzt mal hier keinen Buskompressor, sondern ich nehme den Neutronenkompressor und stelle den wie einen Buskompressor ein. Eine relativ lange Attack. Kurze Release, Ratio irgendwo bei 4 und hier auf RMS lassen. Man könnte der Headgruppe jetzt ein dB weniger geben und jetzt kleben wir nochmal die Drums komplett zusammen. Also das habe ich mir in den letzten Monaten wirklich angewöhnt und das finde ich total geil, wenn man Kick und Bass nochmal mit den Heads zusammen in eine Gruppe packt und dann nochmal bearbeitet. Ja. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal wieder den SSL-Kompressor. Wenn man bei einem Kompressor ist, ist es auch ganz gut, bei einem zu bleiben. Also wenn man jetzt für alle
immer einen anderen Kompressor nimmt, holt man sich auch 1000 verschiedene Farben in so einen Track rein. Muss man ein bisschen gucken, dass man sich für einen entscheidet. Ich könnte jetzt auch den API 2600 nehmen oder den GNU-Kompressor oder irgendeinen anderen Bus-Kompressor. Aber wir haben den, der arbeitet ja schon auf Kick und Bass. Warum nicht auch hier, ne, für die beiden zusammennehmen? Und dann baller ich das Ganze noch so ein bisschen nach oben. Schön wieder die Ratio auf hier der Tech auf 10, Ratio auf 4. Kurze Release, nicht ganz so kurz, machen wir minus 3. Sidechain-Filter an, Threshold runter. Jetzt insgesamt auch mal lauter gemacht. Okay, next one. Wir widmen uns den Synths. Und zwar, hören wir uns das mal solo an hier. Was ich jetzt zuerst mache, ist mal noch einen Reverb für die Synths, weil da ist einer drauf, der war aus, hier war einer leicht zugemischt und wie ich gesagt habe, ist es gut, wenn wir einen nehmen und hier ist noch eine Return-Spur frei, das heißt, wir nehmen uns diesen Reverb, den wir hier schon haben, duplizieren uns den da drauf. Warum nehme ich nicht den gleichen? Weil ich den etwas anders einstelle, aber so, dass es immer noch der gleiche Raum bleibt. Weil es ist ja auch so in der Natur, dass man in den seltensten Fällen zwei Räume hat. Außer man schneidet den Kopf in der Mitte durch und hält das eine Ohr in den einen Raum und in den anderen. Ja. Es gibt vielleicht irgendwelche Substanzen, wo man das Gefühl hat, man ist mit mehreren Räumen gleichzeitig. Aber grundsätzlich gibt es das nicht. Und wenn ihr jetzt Reverbs habt und zu viele unterschiedliche Reverbs benutzt, dann habt ihr irgendwann nur noch so einen Reverb-Matsch. Und das klingt dann am Ende nicht mehr wie ein Raum und die Sachen werden, der Mix wird total flach und man kann nichts mehr orten. Und alles ist nur noch in so einer Reverb-Suppe. Deswegen lieber einen Reverb nehmen. Und aber den Reverb kann man dann unterschiedlich EQen oder Kleinigkeiten verändern. Ja? Hier das Damping zum Beispiel ändern. Die Decay-Zeit kann man hier ein bisschen länger machen, aber die Raumgröße bleibt gleich. Ne? Mhm. Man kann mit Pre-Delay zum Beispiel auch die Position bestimmen, wo man im Raum steht. Oder wo das Instrument im Raum steht. Ja? Das wird alles Teil meines dritten Teils des Ultimate Mix Song Guide. Das sind ja insgesamt drei Teile werden es. Genau. Teil 1 und 2 jetzt draußen. Übrigens im Flash Sale. Genau, im Flash Sale für 39,90. Und dazu direkt eine Frage. Wie kann ich auf meinen gekauften Ultimate Mix Song Guide zugreifen? Fragt Marius. Da kannst du drauf zugreifen, indem du dich anmeldest auf unserer Website im Campus. Also klickst auf Dashboard dann oben. Und in der Mediathek sind dann alle Kurse, die du hast, aufgelistet und da kannst du dann die Videos schauen.
Ja. Sollte der Kurs irgendwie nicht da sein, dann schreib mir eine Mail. Schreibst du uns eine Mail, info@zein.de oder torge@zein.de, und wir gucken uns das dann auch gleich direkt nach dem Stream an, weil der wurde erst gerade veröffentlicht. Kann sein, dass da noch irgendwas nicht stimmt. Ja. Aber eigentlich sollte der Start sein. Ja. Genau, nach dem Stream kostet er wieder 59,90 €. Wer sich also mit Kompression richtig auseinandersetzen möchte, kann sich jetzt den Guide gönnen. 20 € weniger gönnen. Und den ersten auch. Ja. Noch ein paar andere Fragen direkt hier. Marco fragt, auf was achtest du genau beim BX-Meter? Einfach auf die True Peaks und auf den RMS-Wert. Wenn das, also, mach mal hier leise. Wenn das hier, ist ja noch super dynamisch. Gut, wir sind auch gerade im Break, ne, oder irgendwo. Ich glaube, das sind auch Solo oder so. Ne? Ah, die Synths sind auch Solo, genau. Hm. Auch noch ein Break. Hier haben wir noch viel Dynamik. 6 dB Dynamikumfang. Super, das kann man noch mastern. Wenn hier aber kein Dynamikumfang ist, wenn nur die Kickdrum schon einfach hier so steht, dann ist das einfach zu laut. Ja, da kann ich nicht viel machen. True Peaks sind super gefährlich, weil wenn ich ultra krasse True Peaks habe, machen die mir meinen Mix kaputt. Ich kann hinterher nicht geil mastern. Ich bin ja ständig übersteuert, obwohl mein eigentlicher Pegel hier unten ist. Und das kann ich hier super gut sehen, das kann ich hier alles gut ablesen. Also das ist einfach so mein Pegeltool, ne? Ja. Okay, cool. Dann noch eine Sache habe ich eben gelesen. Rainbow-Flagge im Hintergrund. XD. Nein, das ist unser Frequenzspektrum-Poster. Was wir auch verlosen heute, ne? Das gibt's bei uns im Shop. Das auch natürlich. Alle Frequenzen, die ihr braucht, um Mixdown zu machen. Eingezeichnet, auch unterschiedliche Instrumente wie Lead Synths, Bass, ich glaube ein bisschen Acid ist auch dabei, und welcher Bereich wie gut oder schlecht ist. Genau, das gibt es heute auch noch zu gewinnen in Kleinformat, aber gibt es auch in ganz groß bei uns im Shop. Ja, genau, gutes Ding. Außerdem auch neu unsere Tastaturaufkleber. Auch sehr schick. Ja, und wer es noch nicht kennt, und einen Schlüsselanhänger. Das wichtigste Tool. Noch ein paar Fragen habe ich hier noch. Ja, ich hau einfach mal raus. Ne? Mhm. Wo ist es? Okay, eine Frage. Wie kriege ich meinen Track so laut wie all die professionellen Lieder bei Spotify und Co.? Sobald ich ansatzweise laut werde, übersteuert alles mehr oder weniger. Auch mit Limiter und so weiter. Klingt jetzt vielleicht blöd. Ultimate Mixdown Guide kaufen, durcharbeiten, lernen. Sagen, ja. Das ist wirklich nicht nur... Hey, du musst dir folgendes Plugin kaufen, das auf den Master legen und den Schalter drücken, sondern das sind ganz, ganz viele Zusammenhänge. Vieles machen wir ja jetzt hier, weil ihr werdet sehen, wie laut ich diesen Track hinterher machen kann. Ja. Also True Peaks ist da schon mal ein ganz guter, ganz wichtiges Stichwort, ne? Ja. Ich glaube, True Peaks, Gain Staging. Ja. Ich glaube, eine Sache hatte ich noch. Marius Althoff sagt, geile Typen, danke. Gerne, auch geiler Typ. Geiler Typ. Ja, das war's, glaube ich, mit Fragen erstmal. Weiter geht's. Okay, was ich jetzt gemacht habe, ich habe hier schon mal den Reverb drauf. Jetzt werde ich erstmal den Reverb checken und den Reverb einstellen für die Synths. Dann werde ich diese beiden Sounds, wo ich finde, dass die sich hier total verdecken, das hört man auch. Mal hier. Wenn der spielt, hört man den gar nicht mehr. Und der hier knallt überhaupt nicht. Der finde ich, der muss richtig in your face. Und da werde ich so ein bisschen dran arbeiten. Ich finde das Synth-Processing aber gut. Die Synths klingen geil. Und das macht mir die Arbeit jetzt auch deutlich einfacher. Muss ich so sagen. Ja. Und dann gehe ich hinterher nochmal auf die Gruppe drauf. Also fangen wir mal mit den Reverbs an. Hier ist ein Warm Reverb Long ist hier schon drauf, auf den Lead Sound. Okay, das höre ich mir mal kurz an. Was der? Ja. ZN Sound sagt gerade noch, wir müssen mal USB-Sticks rausbringen. So gebrandete. Ja? Wissen wir. War keine schlechte Idee. Aber keine schlechte Idee, ja. Vielleicht. Sind teuer in der Produktion, die USB-Sticks. Ja, cool Idee.
Okay, ich habe jetzt hier mal den Reverb reingemacht. Wir hören uns den mal an. Bisschen mehr Decay. Um wieder mischen zur Grenze, dass ich würde es ein bisschen anders noch machen. Ich würde mit anderen Reverbs spielen, aber dann bin ich im Sounddesign. Und das will ich jetzt hier nicht. Ich will hier keine eigene Note reinbringen, sondern ich will einen Mixdown machen. Und viel wichtiger finde ich ist jetzt das Matching dieser beiden Instrumente hier. Dafür lege ich mir jetzt mal hier einen Loop. Und wir können wieder Masking auswählen. Absynth. Zack, Sensitivität hoch. Und so, erstmal finde ich, dass der Lead-Sound unten rum noch viel zu viel hat. Das braucht er nicht. Ja? Können wir hier mit einer 12er Flanke mal ein bisschen angreifen. Dann finde ich, dass der andere Synth hier zu viel hat, weil der spielt ja eher da oben. Deswegen mache ich das mal hier weg. Dann finde ich, könnte der andere Synth hier auch ein bisschen weniger vertragen, weil das ist ja hier so eine Muddy-Frequenz, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Ich glaube, dass der aber hier ziemlich gut und noch präsenter wird. So. Und hier sehen wir nur das High-End so ein bisschen an. Der ist mir jetzt hier zu dünn, dadurch, dass ich das angehoben habe. Ich würde den aber gerne ein bisschen was reingeben. Wichtig im Kontext zu hören.
Da ist irgendeine Head, die mir noch nicht gefällt. Die ist noch fies. Ich glaube, das ist die hier. Ja. Da ist noch eine. Da ist noch was, ja, dazwischen noch was. Da müssen wir ran. Hier, der hat das auch schon. Irgendwie hat er das im Gefühl gehabt und hat hier versucht, was rauszunehmen. Mhm. Matt Schulz sagt, irgendwie bin ich froh, dass ich Dub mache und meine Mixe nie so ultra klar sein müssen. Dennoch sehr interessant zu sehen, wie es in anderen Draws praktisch zugeht. Gruß an die Science. Grüße zurück, Mann. Der muss noch mehr ballern hier. Und das ist ganz einfach. Bleiben wir mal bei Neutron. Ist für mich auch immer eine Herausforderung, einen anderen Track abzumischen. Habe ich auch noch nicht so oft gemacht. Übrigens, wir bieten das auch hier an. Also wenn ihr mal Probleme mit eurem Mixdown habt, dann schickt uns eure Session. Und schreibt uns eine E-Mail, dann können wir euch beim Mixdown helfen, wir können euch den Mixdown machen, können euch danach sagen, was wir gemacht haben, was ihr besser haben wollt, wir können euch auch beim Sounddesign helfen, persönliche Templates erstellen, all sowas, wenn ihr da Interesse dran habt, auch uns als Dienstleister zu haben. Ja. Also Mastering oder Mixdown sind wir auf jeden Fall für euch am Start, um eure Produktion auf einem Level zu bringen, dass sie beim Release geiler klingen. Und dann lernt ihr auch. Ich habe viel gelernt, weil mir andere beim Mixdown geholfen haben. Thank you.
Okay, also ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich hier fast durch bin. Wir gehen gleich nochmal so ein bisschen. Ich mache so eine Art Pre-Master, sodass man im Club spielen kann, ohne da jetzt krass ein Mastering zu machen. Gucken einfach mal, wie laut wir werden können. Ich habe gerade hier auf den Noise nochmal hier diese. Das weiß ich aus Erfahrung, weil ich viel mit Atmos und Noises arbeite, dass hier dieser Bereich extrem krass im Club ist bei Noises. Der auch dann immer alles zumaddet hier. Hier den Riser, der ist ultra resonanzig, den habe ich mal ein bisschen leiser gemacht. Und beim Vocal, da könnte man nochmal reingehen, aber der ist halt schon mit Effekt, das ist einfach nur ein Audio und da ist kein Effekt drauf. Wenn ich den jetzt komprimiere oder was, das wird auf jeden Fall in die Hose gehen, weil da halt einfach ja schon der Reverb und so mit drauf ist. Man kann den Smooth Operator noch nehmen. Ich muss das immer singen. Ich muss das singen. Da ist eine Resonanz in dem Vocal. Ja. Ja. Die ist fies. Ah, hier hat er auch wieder irgendwas, hat er gefühlt. Ja, da ist was, aber in der Ausführung nicht korrekt. Noch ein, zwei Fragen. Ja. Von Netzkante bin so eher im Melodic zu Hause. Gibt es da Plugins, die für ein bestimmtes Genre besonders zu empfehlen sind oder hilft nur ausprobieren? Sind eigentlich, also ein EQ ist ein EQ ist ein EQ und die Features sind da maßgeblich. Es gibt sicherlich Genres, wo man mehr oder weniger Obertöne haben möchte durch irgendwelche analoge Wärme, aber da macht ja auch die Menge das Gift. Bei dem einen drehst du es mehr rein, bei dem anderen raus. Ja. Also es gibt sicherlich Sachen, die sind nur gut für Vocals oder besser für Vocals oder besser für Bass und die anderen sind besser für Gruppen oder besser für Drums, aber in keinem Fall würde ich jetzt sagen, dass ein bestimmter Kompressor nur für ein bestimmtes Genre geeignet ist. Ja. Vor allem, wenn wir uns im Techno bewegen. Es gibt vielleicht Kompressoren, die sind nicht geeignet für Techno. Aber dann ist egal, ob Melodic, Hardtechno oder. Ja, generell muss man muss Sachen hören. Also man muss wissen einfach, wie hört sich an. Ja. Ausprobieren einfach. So, hier habe ich eine Resonanz entdeckt. Genau, hier auf dem. auf der Stille. Da war die doch hier. Da war sie jetzt auch ein bisschen. Nee, die war auf dem. Doch, da klingelt auch irgendwas. Irgendwas klingelt da. Hier in dem Bereich. Jo. Ah, das ist aber auch. Da muss man nochmal genau hin. Wir sind zurück.
Wir sind zurück. Wir sind zurück. Wir sind zurück. Wir sind auch noch so ein. Die war oben, die war weiter oben. Ja. Also Resonanzen sind halt etwas, umso lauter der Track wird, umso krasser hört man die. Ja. Und das tut einfach im Ohr weh. Wir waren gar nicht an. Achso. Ich dachte, wir sind die ganze Zeit drauf. Die gute Frage ist, warum macht man Resonanzen eigentlich raus? Das war so unser Gespräch. Und da habe ich gesagt, erklär du mal. Nein, ich will nicht. Erklär du mal. Das ist wirklich eine gute Frage. Resonanzen macht man raus, weil... umso lauter der Track wird, umso krasser kommen die einfach durch und dann tut es im Ohr weh. Und die sorgen dafür, dass ein Mix lärmig wird und untransparent. Ah, da war sie. Mhm. Aber da war noch eine viel, viel fiesere weiter oben. Es ist aber schon mal deutlich besser geworden jetzt auf jeden Fall. Ich mache jetzt mal was ganz Krasses. Ein krasses Feature, wenn man mit den Neutron-Sachen arbeitet. Wir haben ja hier den Tonal Balance Control und der zeigt uns ja an. Ich finde, hier ist noch ein bisschen heftig im Vergleich zu dem Rest. Könnte ich ein bisschen rausnehmen und hier liegen ja die Heads. Jetzt kann ich mir hier Select the Source Heads EQ, da ist ein Neutron drauf und kann den einfach jetzt hier im Tonal Balance Control an der Stelle, wo ich das Gefühl habe, dass es zu viel ist.
ich den sehr ausgewogen jetzt. Mhm. Ich hab noch eine Frage. Ja, und wir sind bei 18 Luchs. Ja, krass. Da geht noch einiges. Ja. Aber der klingt echt schon, ich finde den Vergleich schon so heftig. Der Vergleich ist wirklich heftig. Ich bin total, weil ich bin ehrlich, als ich den erst gehört habe, den Track, dachte ich so, machst du den? Weil was will ich da denn eigentlich noch machen? So, da habe ich mich auch unsicher gefühlt. Und dann, als ich den gemacht habe, jetzt, ne, das ist wirklich... Man checkt es halt erst hinterher, das ist ja auch das Krasse. So. Ja, ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich doch noch so viel rausholen kann. Ja, ne? Ja. Man denkt halt beim ersten Hören so einfach schon mal, okay, ja, klingt ja schon mal stabil so. Aber das sind halt wirklich diese Kleinigkeiten, die sich hinterher zu so einem richtig krassen Unterschied einfach Wahnsinn, ne? auftürmen. Wirklich Wahnsinn. Man kann jetzt auch noch viel machen mit Stereo und so, aber für heute reicht mir das hier, weil ich finde das Ergebnis gut. Ich werde jetzt noch ein bisschen was auf der Summe machen, aber gib gerne noch mal ein paar Fragen durch. Ja, genau. Eine Frage hatte ich hier noch. Achtet ihr beim Mixdown darauf, die Ableton Volume Fader eher weniger zu benutzen? Hab mal gehört, dass die Verhältnisse zueinander exponentiell sind, daher eher interne Volume-Regler? Ja, also ich persönlich in meinen Mixes nehme eher keine Volume-Regler, sondern lasse die alle auf Null. Das hat aber einen anderen Grund. Du nutzt keine Volume-Regler oder keine Fader? Keine Fader. Okay. Ich benutze das Utility am liebsten, die Utility und nicht die Fader. Warum? Weil wenn ich jetzt irgendwie hier in so einem Kickbass drin bin, ja, und aus irgendeinem Grund bin ich hier am Übersteuern, mache ich mein Ding raus, runter, aber ich habe trotzdem ein übersteuertes Signal. Ja. Ja. Dann hat man auch nichts gewonnen. Genau, genau. Ja. Also grundsätzlich habe ich das hier so nicht, ja, sondern arbeite eher mit Utilities und alle Fader sind auf Null. Das ist aber so eine Angewohnheitssache. Manchmal ziehe ich mir auch aus Einfachheiten Fader runter, wie jetzt hier in den Kanälen, da wollte ich es einfach nur leiser machen. Es kommt immer drauf an. Es kommt halt drauf an, auch gerade, was man jetzt wirklich gerade genau macht und was man für ein Signal, wenn man eh ein leises Signal hat, wo jetzt überhaupt nicht Gefahr läuft, dass da irgendwas übersteuert, dann nutze ich auch mal den Fader. Aber was ich vor allem viel wichtiger finde daran, ist die Einfachheit quasi mit Utility Gain Staging zu machen. Also, dass du halt weißt, ich nehme irgendwo 6 dB, gehe ich irgendwo rein, dann nehme ich sie halt auch wieder danach raus. Danach wieder raus. Einfach eintippen. Und dann hörst du es auch erst, ne? Ja, genau. Dann hörst du es auch erst, ob wirklich besser ist, ne? Weil oft denkt man, lauter ist besser, ne? Ja. Ich guck mal gerade, ob wir noch Fragen haben. Nee. Meinst du hier so eine Pseudo-Mastering-Kette? Also nicht so, wie ich jetzt wirklich mastern würde. Einfach um den Track mal laut zu machen, ja? Weil wir sind bei 19 Lufs, das ist Wahnsinn. Ja, wir haben jetzt wirklich Platz und ich kann den jetzt ohne Probleme mal richtig, richtig laut machen, ja? Aber vorher habe ich hier nochmal ein EQ, um die Summe ein bisschen zu bearbeiten.
Ja, that's it. Nice. Ja, ich bin wieder happy. Klingt gut. Ja. Ich glaube, das Hauptproblem war die Kickdrum. Ja, ja. Und also, erstens zu laut, ne? Ja. Direkt schon. Und der Transient einfach zu krass. Transient zu krass. Der hat dann dazu geführt, glaube ich, dass man automatisch im Mix alle anderen Elemente komisch macht. Mhm. Voll gut. Ich habe noch ein paar Fragen hier. Heads waren auch problematisch. Synths waren ziemlich gut, da musste man wenig machen. Aber ja, könnt ihr mal gerne Feedback geben, wie euch der Mix jetzt gefällt. Ich werde ihn auf jeden Fall, wenn es der Künstler zulässt, ich werde ihm den Mix schicken. Und wenn er Bock hat, kann er den auf Soundcloud hochladen. Und dann können wir einen A-B-Vergleich machen. Das checke ich mit dem Bartek noch. Cool, cool. Mhm. Ist er eigentlich im Chat? Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, nee. Sag mal was auf jeden Fall gerne, wenn du im Chat bist. Ja. Eine Frage, was spielt ihr sonst so für Instrumente? Spielst du ein Instrument? Ich habe mal Gitarre bei den Pfadfindern gespielt. Bei den Pfadfindern? Ja. Ja. Ich habe auch mal Gitarre gespielt und Schlagzeug. Aber alles nicht so lange. Ja. Ansonsten kann ich ein bisschen Piano. Also so, ich kann, nee, kann ich nicht. Ich kann ein paar Töne auf einer Tastatur spielen, die zusammenpassen. Ja. Aber nicht in einer virtuosen Art und Weise. Nee, ich auch nicht. Ich wünsche mir, Osirio würde mir noch ein paar mehr Skills beibringen. Ja, könnt ja mal Musikunterricht bei Osirio nehmen. Ja, ich habe wirklich mal, Osirio hat mir Gypsy Woman beigebracht. Das Echt? Kann ich jetzt spielen, ja. Geil. Ich wollte auch mal Klavierunterricht nehmen, aber ich habe da keine Zeit zu. Ich fahr dann ja, es ist ja, man muss auch, glaube ich, früher anfangen, damit das geil ist. Ja, ja. Damit man wirklich was davon hat. Klanghölzer. Klanghölzer. Triangel, ja. Becken, das Horn. Horn ist schwierig. Horn ist echt, ja. Okay. Horn ist ein sehr schwieriges Instrument. Du machst den Ton mit dem Mund. Das ist sowieso. Ja, ja. Hm. habt ihr mal den Marz EQ oder den Gulfos EQ ausprobiert? Wenn ja, Meinung, taugen diese AI-gestützten EQs was? Gulfos gefällt mir besser wie Smart EQ. Smart EQ, das kann Neutron auch. So eine Learn-Kurve und dann macht er so ein. EQ Alter, irgendwas. Gulfos ist ein dynamischer EQ. Gefällt mir sehr gut. Gulfos wäre tatsächlich was man hier auch noch verwenden könnte auf die Synths. Mhm. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Ja. Ja. Guter Punkt. Und generell AI-gestützte EQs hat schon was. Kann man schon machen. Also sollte da so. Ich glaube, viele sind halt so, nee, das muss man lieber selber machen irgendwie. Ja, ist aber. Ey, also diese ganzen Resonanzen dann rauszuziehen bei so einem echt krassen Signal, wo man sich denkt, fuck, da stimmt echt was nicht. Ist doch viel einfacher einfach mit Suzy oder Smooth Operator. Genau, Suzy, Smooth Operator sind ja auch die. Ja. Ich glaube, das ist auch die Zukunft. Safe. Ne? Ich meine, als damals der Kompressor rauskam, hat ja auch keiner gesagt, so, ey, das mache ich selber hier mit dem Lautstärkeregler die ganze Zeit laut und leise. Genau. So, Tick wieder zu langsam, wir müssen nochmal aufnehmen. Scheiße, ich bin zu langsam, ich kriege keine True Peaks abgefangen. Dann gibt man noch einen Kaffee. Ja, nice. Ansonsten nur Props. Ja. Klingt toll, klingt viel besser, sehr geil geworden. Nice. Schön. Ja, schade, cool, dass der Kollege, der den Track nicht gemacht hat, scheinbar nicht dabei ist. Ich hatte gerade noch kurz mit ihm geschrieben. Vielleicht traut er sich einfach nicht zu schreiben. ich werde ihm auf jeden Fall das Ergebnis schicken. Und wenn ihr Bock habt, dass wir euch mal einen Mixdown machen, schreibt uns einfach an. Wir können eure Tracks abmischen, wir können eure Tracks mastern, wir können euch beim Sounddesign helfen und auch wirklich dann auch nochmal Track-Feedback geben. Dafür könnt ihr bei uns im Shop einfach Diamanten kaufen. Ja, für einen Diamant bekommt ihr ein Track-Feedback. Und was Mixdown angeht und Mastering, schreibt uns bitte an. Da gibt es auch kein Produkt bei uns im Shop, sondern das machen wir per E-Mail. Gerade Mixdown, da kann man keinen Pauschalpreis machen. Da kommt so ein bisschen drauf an, wie lange man dran sitzt und was für Baustellen noch dran sind. Weil oft ist es dann doch das Arrangement, die Komposition, dass man noch andere Punkte in der Musikproduktion hat, die man erstmal verändern muss, damit man überhaupt am Mixdown ist. Ne? Ja. So. Wenn dein Kuchenteig nicht geil ist, dann brauchst du noch nicht in den Backofen schieben. Ne? Dann musst du nicht sagen, kannst du mir mal einen Backofen empfehlen? Mein Kuchen schmeckt immer scheiße. Ja, so. Schöner Vergleich. Ja, Wahnsinn. So, jetzt verlosen wir noch was, würde ich sagen. Ne? Wir verlosen heute ein Merch-Pack. Bestehend aus unseren Tastaturaufklebern, ganz neu im Shop. Unserer Synthesizer-Tasche. Unsere Synthesizer-Tasche mit dem wahnsinnigen Spruch drauf: The only reason I have a job is to collect more synthesizers.
Ich finde den gut. Alle meine Mitarbeiter kommen mit dieser Tasche zur Arbeit. Und ich finde das okay. Ich kann damit leben. Wir haben einen Screenshot, jemand, der arbeitet beim Arbeitsamt und trägt die Tasche. Fand ich total gut. Dann gibt es das Frequenzspektrum. Gibt es bei uns auch im Shop in groß. Ist mit dabei. Dann der Schlüsselanhänger. Weil der, ich hab ihn schon hier am ausgepackt. Ja. Der nicht fertig werdenden Tracks. Ja. Kann man wahrscheinlich nicht so gut erkennen. Wahrscheinlich alle, die jetzt gerade zugucken, kennen unser Merch schon. Dann die 303-Tasse. 303 in the morning, still on acid. 808 in the morning, still compressing. Und um 9 und 9 ist man dann Zeit für Kaffee. Kann losgehen. Diese Tassen erzählen eine Geschichte. User-Story, ja? Tiefsinnig. Von 3 Uhr bis... Und dann sind noch ein paar Sticker dabei hier. Rumble-Sticker finde ich ja gut. Leute, das war's. Und Bot läuft? Der Bot lief die ganze Zeit nicht. Dann müssen wir den Bot jetzt mal anmachen. Ja. Und ich gehe nochmal kurz hier auf. Verrückt, dass es noch niemand gemerkt hat, dass der Bot nicht läuft. Ja, keine Fragen, ne? Angebote nochmal hier kurz. Ultimate Mixdown Guide gibt es gleich nicht mehr für 39,90, sondern für 59,90 €. Ich glaube, das sind beide Teile zusammen 7 oder 8 Stunden Kurs. Also immer noch ein sehr fairer Preis auf jeden Fall. Ja. Alles über EQs und Kompression. Der dritte Teil, da geht es um Stereo. So, und so. KI nehme ich auch noch mit rein. Gibt es in Sign Plus. Könnt ihr ja auch 7 Tage kostenlos testen. Und dann da sind auch Mixdown-Guide-Folgen drin, auch noch ganz viele andere Kurse oder ihr kauft euch die Kurse einzeln. Dann haben wir unser Isotope-Bundle. Das exklusive Sign-Bundle. Das exklusive Sign-Bundle. Ja, auch fast 400 Euro sparen, 300 Euro sparen. Genau, mit sehr nice. Ozone und Neutron, also viele Tools, die ich hier benutzt habe. Richtig, richtig geil, um Mixdown zu machen. Und Isotope hat momentan sowieso ein Flash-Sale, wo es genau, die einzelnen Summer Dinge... Summer Sale, die Elements, also Neutron-Elements, ja. Ozone-Elements... AX-Elements glaube ich sogar auch. Und für 19 Euro das Stück. Ja, jeweils 19 Euro statt 150. Also das ist wirklich ein kranker Preis. Das ist kranker Preis. Ja, 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 krass. Das ist ja 80% oder so. Ja, das ist wirklich... Aber wir haben auch Summer Sale sowieso bei uns. Ganz viel reduziert momentan. Stimming Masterclass für 39. Geht einfach mal im Shop vorbei. Freut uns. Damit unterstützt ihr uns. Unterstützt, dass wir hier überhaupt sowas machen können. Und so viel Zeit mit euch und der Musikproduktion beschäftigen. Und ja, das muss man ja mal so sagen, ne? Ja. Und jetzt geben wir mal ein wunderbares... Ja, warte, bevor wir jetzt die Verlosung machen, noch kurz ein paar Fragen. Ja, gerne. Noch schnell. Gerne. Quinto hat noch... ich rendere das mal raus hier in der Zeit. Quinto hatte noch gesagt, ein Remix wäre auch mal eine Idee. Also irgendwie Auftragsremixe von uns. Ja, finde ich eine gute Idee. Ist eine coole Idee. Ich finde es auch eine gute Idee, mal als YouTube-Stream, dass man nicht sagt Mixdown, sondern schickt uns Tracks und wir machen einen Remix. Mhm. Oder ja, auch schickt uns einen Loop, einen Track, den ihr nicht fertig macht, und wir machen den fertig. Das finde ich mal geil. Mhm. Dass auch man geil. So angefangene ja. Dinger, so Baustellen einfach mal zu Ende bringt. Auch geil. Ja, wir werden nächstes Jahr, nach dem Urlaub, nach dem Sommer, werden wir viele neue Streaming-Formate haben. Eben auch viel so Live-Producing. Und dann nehmen wir sowas mal mit rein. Ja, ja, coole Idee auf jeden Fall. Riot Tripolis fragt noch, Kurzfrage noch, bevor ihr geht. Wenn ich einen minus 6 dB Mixdown anstrebe, um es dann professionell mastern zu lassen, wie viele Lufs sind das dann? Oder gibt es da überhaupt eine Regel? Nein, Lufs ist niemals minus 6 dB, sondern Lufs ist ja die Loudness an sich. Und natürlich, umso mehr dB ein Track hat, ja, also wenn du irgendwo bei 0 dB bist, hast du auch automatisch mehr LUFS. Aber beides ist... nicht ganz zusammen, also hängt zwar zusammen, aber ist was anderes. Und wenn du einen Track mastern lassen möchtest, dann schau doch, dass dein Track irgendwo zwischen minus 20 und minus 16 LUFS hat. Wäre so mein Vorschlag. Ich bin kein Mastering-Engineer. Wir beschäftigen uns immer mehr mit Mastern und wir können auch gut mastern, aber das sind so Sachen, wo ich tue ich mich schwer mit. Da jetzt eine feste Regel zu sagen. Also eine feste... Also gibt's ja vielleicht auch gar nicht. Ja, genau, gibt's. Da sagt auch jeder was anderes. Ne? Ja. Also wenn du wenn du einen Track abschickst mit minus 11 Lufs oder so, dann wird der Mastering-Engineer da Probleme haben. Dann ist er einfach schon in der Summe, kann man auf jeden Fall in so der Summe sagen. Zu laut oder minus 9 oder so. Ne? Sondern
Hier haben wir ja, bevor wir diese kleine Mini-Mastering-Kette gemacht haben, was jetzt nichts mit Mastering zu tun hat, sondern ich habe den einfach mal laut gemacht, damit man ihn im Club testen kann. Dieser Master, der war ja bei minus 20 LUFS. Perfekt zum Mastern. Ja. Noch eine Frage, gibt es von Ausilio die Masterminds nicht mehr oder ist die voll? Die Mastermind mit Ausilio ist jetzt komplett in Sign Plus drin. Wer also Sign Plus bucht, hat die Mastermind mit Ausilio dazu. Zumindest die Mediathek und ab nach dem Sommer kommen dann auch hin und wieder mal Live-Calls mit Ausilio für Sign Plus Mitglieder. Nice. Diamanten habt ihr ja für Feedbacks, dann noch Rubine für Mixdowns. Das haben wir heute so tatsächlich auch schon gesagt. Ja, genau, ja. Nee, ich glaube, das machen wir anders. Da machen wir das machen wir lieber per E-Mail. So einfach so ein Mastering kaufen und dann. Ja, vor allem dann hat er es schon gekauft und dann ist es vielleicht einfach wirklich noch nicht dafür bereit, gemastert zu werden. Genau, und dann müssen wir stornieren, sondern ja. Wir machen das so, wir mastern die Sachen, ihr bekommt den Track. Und wenn ihr das geil findet, dann überweist ihr uns die Rechnung. So, und wenn ihr denkt, oh, ihr verpisst euch dann einfach und überweist uns die Rechnung nicht, dann sind wir böse. So, das ist also finde ich besser, dass man was macht und dann, hey, hier ist der Track, geil, gefällt mir und dann zahlt man ja auch gerne. Ne? Ja. Beim Friseur zahlt es ja auch nicht vor dem Haare schneiden, die Rechnung. Erst die Ware, dann das Geld. Genau. Ja, dann würde ich sagen, verlosen wir, oder? Ja. Ich muss nur noch einmal hier. Ich würde sagen, das Codewort, was wir reinschreiben, ist, ich bin total kreativ, Mixdown. Also, Ausrufezeichen. Mixdown. Du musst den anderen noch resetten erst. Achso, warte. Ah ja, Reset. So, ne? Ausrufezeichen Mixdown. Minimum Points machen wir weg oder? Machen wir 100 Punkte sollte man 100 haben. 100 Punkte sollte man haben. Haben die meisten ja. Ja, wahrscheinlich. Also, ihr schreibt jetzt Ausrufezeichen ja. Mixdown, wenn wir jetzt sagen, Tor gesagt, go. Ich sag gleich Go, dann Ausrufezeichen Mixdown, klein, Go. Und dann gewinnt ihr ein geiles Merch-Pack. Ich finde den Track übrigens richtig gut. Ich fand den Track richtig, richtig gut. Ja, stark. Ja, geile Atmung. Gute Produktion. Ja. Gute Produktion. Und es ist immer schade, wenn so gute Ideen und gute Produktionen dann am Ende am Mixdown scheitern. Oder am Arrangement. Oder am Sounddesign. So viel Baustellen. Ja. Übrigens, das kann ich noch sagen, am Sonntag startet mein Videotagebuch. Am Sonntag startet mein Videotagebuch. Und wir machen mal auf die Hauptcam wieder, oder? Ja, kann man nicht. Gott überlegt. am Sonntag startet mein Videotagebuch, denn, das so viel verrate ich schon mal, ich baue mir ein neues Hybrid-DJ-Set auf. From scratch. Und da bin ich schon seit einigen Tagen am Videotagebuch schreiben. Es geht los mit der ersten Folge, warum mache ich das überhaupt? Wie sah es vorher aus? Wie soll es in Zukunft aussehen? In diesem Videotagebuch werde ich ein neues Mischpult bekommen. Ich werde neue Tracks besorgen. Wirklich ein komplettes Live-DJ-Setup from scratch bauen. Und geil. Ich werde bald einen ziemlich, ziemlich geilen Stream spielen. In schon 3-4 Wochen. Und die Time is ticking. Und in diesem Videotagebuch geht es auch darum, wie ich das schaffe, in der kurzen Zeit jetzt mein komplett neues Setup aufzubauen. Am Sonntag die erste Episode und dann in kurzen Abständen gibt es mein Videotagebuch. Es gibt viel zu lachen, es ist nicht unbedingt immer sehr ernst, aber ihr lernt auch viel, wie so ein Hybrid-DJ-Set mit Ableton entsteht, welche Mischpulte dafür geil sind und so weiter und so fort. Ab Sonntag freue ich mich total drauf, dass es rauskommt. Komplett neues Format. Ein Vlog. 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 Das ist doch das, womit man Vampire killt. Genau. Vlog. Hier, Leute, übrigens nicht doppelt schreiben, ne? John Groot. Ja, tatsächlich, wer doppelt schreibt, ist dann disqualifiziert. Das zählt nicht. Ja, ich hab's vorher nicht gesagt. Ja, aber das macht das System jetzt, ne? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das eigentlich. Ich glaube, das hätte man einstellen müssen können. Bin ich sicher. Na egal, wir, wir würfeln mal picken aus. Jetzt mal den Winner. Ja. Und der Gewinner dieses Merch-Paketes. Achtung, du musst gleich, wenn du gewählt worden bist und wir das sagen, machst du einen Screenshot von dem Chat, schreibst kurz, ich bin hier. Diesen Screenshot schickst du an torge@zein.de und Torge kümmert sich dann nächste Woche um den Versand. Ja, Torge mit TH, bitte. The Torch. Sonst kommt es nicht an. Okay, ich picke jetzt den Winner. Nee? Doch, Winner Max C.
Wo siehst du das? Ah, Gunnar. Max C. Max nice. C. Glückwunsch. Hat gewonnen. Max C. Herzlichen Glückwunsch, Max. Geil. Schreib kurz in den Chat, dass du da bist. Mach einen Screenshot. Schick an torgeld2.de. Zählt es wieder, wenn man dreimal schreibt? Nee, sorry, hätte ich vorher jetzt sagen müssen. Man darf natürlich nur einmal teilnehmen. Aber hat er jetzt geklappt. Ich glaube, es gab nur einen, der es öfter gemacht hat. Ich dachte gerade, sich selber Glückwunsch. Max C., bist du da? Screenshot und dann an mich senden, bitte. Schön, die Community gönnt, auf jeden Fall. Ja, und auch Ehre von Matt Schulz. Er hat das Pack schon, hat sich rausgehalten, hat nicht mitgemacht. Cool. Flogging. Genau, ein Videotagebuch. Heute Morgen bin ich aufgewacht, da hatte ich tierisch Durchfall. TV Total. Ja. Ja, ich sehe leider keine Nachricht von dem Max C. Jetzt. Danke euch, verfolge euer Content schon länger und freut mich, dass ich was gewonnen habe. Nice. Ja, Max, herzlichen Glückwunsch. Diesen Tassen schmeckt nicht nur Kaffee, sondern auch Tee. Alles. Einfach besser. Bier. Ja, Bier. Ja, man kann auch Bier aus diesen Tassen. Alles. Wein, Rotwein, ja. Champagner, Gin Tonic, Aperol-Spritz. Oh, Aperol-Spritz. Geht alles mit der Tasse. Und danach am nächsten Tag verkatert mit der Tasche zur Arbeit kommen. Bombe. Und nur noch über Mixer und Nerdgespräche führen und keiner versteht es. Also, liebe Leute, schön, dass ihr dabei wart. Sekunde noch, eine Frage noch. Ja, eine die Frage letzte. Noch. Nico Nikolai fragt noch, wann geht es mit Björns Music Marketing Lexikon weiter? Nach der Sommerpause. Nach der Sommerpause geht es weiter. Genau, da kommt Staffel 2. Geil. Ja, gut. Kannst du ja ruhig anzeigen. Ja, ich lasse es mal anzeigen. Mert Katscher sagt, die Tassen sind richtig scheiße. Mert gefallen die Tassen nicht. Er trinkt lieber aus einfachen Tassen. Ja. Naja. Ja, genau. Ja, jeden seine Tasse. Es gibt kein richtig und falsch. Genau. Gibt es kein richtig und falsch. Und es gibt Leute, die mögen diese Tassen nicht. Wir finden die Tassen gut. Ja. So, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei wart. Geht auch Muttermilch aus den Tassen. Muttermilch. Alter. Okay. Gut. Wir hören genug auf. Es ist Zeit aufzuhören. Genug Internet für heute. Ja. Ciao. Tschüss, Leute.